Ja, grüß Gott, hier sind wieder Stettler. Und Waldo. Und wir raten heute Escape the Room. Viel Spaß. Herzlichen Dank. Escape the Room. Escape the Room. Von so. Plackelberg 2005 und Lorenzo De Poli. So, schön. Ja, Standardtext, weggeklicke, unwichtig. Wir fangen an, er guckt sich um. Also sind nette Slide-Effects hier. Ja, und schon hat er keinen Bock mehr. Oh ja. Und pennt noch eine Runde. Das ist ja eigentlich lustig, man wird kurz vorgestellt, schaut sich cool um und dann pennt man wieder. Und dann eigentlich geht das Spiel 10 Minuten nach dem Intro los. Ja, genau. So, wir hören ja hier Musik und finden ein Stück Nummer. Genau. Und die Slide-Effekte geben eigentlich der Grafik schon eine 3. Ja. Aber wenn wir jetzt mal nochmal gucken zu dem Vorhang, dann sehen wir kurz die Items, die wir gerade aufgelesen haben, kurz erscheinen und dann verschwinden. Wenn man aufpasst, zeig's ein paar Mal. Man sieht es zum Beispiel im Papierkorb und in der Schublade besser. Hier sieht man es schön, ja, genau. Zeig's dann nochmal. Machen wir nochmal den Papierkorb. So, einmal hier und eine Schublade, genau, nehmen wir die Zahl und das Messer, Schublade zu, Schublade rein. Genau, jetzt hat man es schön gesehen. Da sieht man es viel schöner. Ja, flimmert kurz auf, wunderbar. Und ist dann weg. Drunter haben wir auch noch was, zwei Zahlen. Also diese phantomartigen, schemenhaften Artefakte, die da noch zu sehen sind. Finden wir leider schlecht. Ja, ein bisschen komisch gemacht. Also für das, dass es zwei Leute waren, die das programmiert haben. Ja, schlecht gemacht. Dieser Papierkorb hat einen doppelten Boden. Den können wir eben, wenn wir jetzt Use Items anwählen, mit dem Messer entfernen, durchhacken oder wegschneiden, wie man es jetzt bezeichnen will. Hier sehen wir auch schon etwas für nachher. Der Schlüssel, passt der hier? Jawohl. So, haben wir drei Items, noch ein Schlüssel und zwei Zahlen wiederum. Unterm Kissen ist natürlich immer was. Stimmt eigentlich, unterm Kissen? Immer. Wann war da noch nicht was? Okay, das zu IGP kann ich noch nicht sagen, gell? Oder hast du schon gehabt? IGP? Nee, kommt noch. Also, okay. Wir haben jetzt hier, machen wir mal About Item. Wir sehen hier, bla 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 bla, man soll den Zettel nicht zerreißen. Natürlich findet man den Zettel erstmal, dass er zerrissen ist. Also, eben. Den Zettel, den man nicht zerreißen soll, findet man grundsätzlich zerrissen vor. richtig, genau. Also. Aber wir haben ja in der Schublade schon die zweite Hälfte gefunden. To open the chest. Hier ist ja rechts diese eine Kiste da. Das ist eben wichtig, wie man die öffnen kann. Total silence is required. Also a key should be found. The code can be read by computer experts. Also, es ist Stille wichtig, weil wir haben ja hier ein Radio. Wir haben hier Song 1. Nett. Recht gemütlich. 2. Etwas brisanter. Und 3. Bringt so dieses Unwahrscheinliche, dieses Unberechenbare eines Escape Games rüber. Finde ich aber cool für den Überblick. Ja, für die Innovation. Innovation, ja, sehr schön. Finde ich saugeil. Ich meine, hatten wir auch noch nicht. So ein Radio, wo man die Musik des Spiels wechseln kann. Genau, ja. Und außerdem ist es Teil des Rätsels. Ja, man muss sie abstellen. Und zwar hier. Wenn Total Silence required ist, dann muss eben die Lautstärke weg. Richtig. Also wir haben alle Teile. Und wir haben ja noch einen Zettel hier. Do you have windings and a mirror? Jo. Das ist okay. Eben das, was die IGP ausmacht. Ja, leider. Also die wir haben das hier. Die ist eigentlich jetzt nämlich sau schlecht. Eigentlich nur so eine 3 Punkte von 5, aber wir geben trotzdem 4, weil der Hinweis einfach eigentlich recht gut ist. Also windings, wenn man sich, also eigentlich kann man wissen, dass das ein Font Type, also ein, wie nennt man es, Schriftart ja. von Word ist. Und da von Windows halt. Ne, genau, unter Windows benutzt man jetzt einfach, macht man neben seinem Spiel einfach ein Word-Fenster auf und versucht den Code, den man hier sieht, also diese Buchstaben eigentlich in Windings nachzuschreiben. Ja, es sind Zahlen. Ah, Zahlen, genau. Und er hat ja darauf hingewiesen, dass man einen Spiegel braucht. Also wenn man das jetzt so eingibt, hat man eben 15093. Und der Spiegel, okay, ist klar, man spiegelt das Ganze, also 39051. Wie Stettler schon gesagt hat, es ist schön, dass er den Hinweis gegeben hat auf Wingdings und Spiegel, aber einfach
in diesem Spiel auf ein anderes Programm zuzugreifen, auf Word zuzugreifen oder auf Editor oder, ja, oder Notepad oder auf irgendein externes Programm, das zieht eben der IGP was ab. Ja, weil, da können wir nicht volle Punkte geben. Das geht, weil es muss im Spiel lösbar sein und wenn man jetzt hier eben extern vom Spiel was ausführen muss, ist eben dafür nicht brauchbar. Vielleicht sollten wir doch nur 3 geben statt 4. Ja. Ja, geben wir 3. Machen wir spontan. Okay, gehen wir. Geben wir 3, ja, weil es ist wirklich IGP wirklich grob verletzt. Müssen wir wirklich sagen, also ohne jetzt fies zu sein, aber objektive Wertung und so. Dann so. Haben wir eben was, jetzt könntest du eigentlich parallel dazu was zum Realismus sagen, mit diesen Plättchen. Ja, diese Plättchen hier, also wir müssen jetzt mit diesen Plättchen den Code eingeben, den wir vorhin hatten. Das ist natürlich von mir aus schön. Es ist auch toll, dass wir alle Plättchen gefunden haben. Aber es tut dem Realismus wirklich was ab, dass diese Plättchen der Kiste wirklich vermitteln, dass der richtige Code eingegeben ist. Versteht ihr, was ich meine? Also, diese einzelnen Plättchen nur drauf zu tun, warum kann man dadurch eine Kiste öffnen? Das sind nur Plättchen, die man irgendwo drauf pappt. Ja, sie wird jetzt bestimmt nicht so super elektronische Systeme verfügen, diese Kiste. Ja, so schaut sie nicht aus, nee. Also, also a key is required, haben sie gesagt. Also nehmen wir eben den Key, den wir noch nicht verwendet haben und machen das Ding auf. Finden einen Schlüssel. Ich mach's jetzt extra nochmal und nehme diesen Schlüssel und versuche ihn auf die Tür anzuwenden. Geht nicht, schade. Dann machen wir eben das gleiche nochmal. Okay. Plättchen drauf. 3, 9, 9, 0, 5, 0. 5. 1. Der alte Schlüssel. Hey, die Plättchen wachsen nach. Ja, ja, man hat im Endeffekt unendlich Plättchen. Ja, ist das realistisch eigentlich? Realistisch. Können wir eigentlich auch noch was abziehen? Ne? Also heute sind wir die spontanen Abzieher. Heute sind wir spontan, ja. Okay, spontan Abzieher. Ziehen wir noch eins ab, dann landen wir Realismus bei 3. 3 von 5. Jawohl. Dann sind wir insgesamt bei 2,6 von 5 Punkten. Bist du das sicher? Wir ja. 2. Ja, ich hab's nachgerechnet, glaub ich. Sind 5, 6, sind 9, sind 13. Ja, 2,6. Sind 2,6, unumstößlich. Und die Spontanität geht weiter. Servus, Waldorf hier gerade beim Nachbearbeiten dieses Videos. Ich habe mir Escape the Room nochmal angeschaut, zwecks diesen Plättchen. Und sie sind de facto nicht unendlich vorhanden. Das bedeutet, man könnte nicht 5-mal eine 3 einsetzen. Es ist nur so, dass man, wenn man das Plättchen auf die Box gesetzt hat, man es nicht mehr abziehen könnte. Und daher muss man einfach das Plättchen neu aus dem Inventar draufziehen, um es an eine andere Stelle zu setzen. Dadurch sind nicht unendlich Plättchen vorhanden und ich bin der Meinung, dass wir daher den einen Realismuspunkt dem Raum trotzdem wieder zurückgeben, wodurch wir bei Realismus wieder bei 4 sind und der ganze Raum bekommt nicht mehr 2,6, sondern 2,8. Vielen Dank. Und jetzt das Messer, gell? Und jetzt mit dem Messer wieder wie bei dem Papierkorb, den doppelten Boden ausstechen und wir kriegen die Axt. Und mit dieser Axt können wir jetzt die Tür einschlagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wozu haben wir eben diesen dritten Schlüssel aufgesammelt, wenn er überhaupt keinen Nutzen hat. Was jetzt der Überblickbarkeit einen Abzug liefert, weil es einfach ein Item ist, was man findet, man freut sich drüber, hey, ein Schlüssel, ja, ich kann endlich raus. Aber eigentlich haben wir schon wieder diese Irreführung. Ja, genau, es ist eine reine Irreführung. Ja. Ja, besonders ein Schlüssel führt extrem irre. Mhm. Noch mehr als irgendwelche anderen Items. Ja, aber krass. Ja. Und, Moment, haben wir, ja genau, sonst haben wir eigentlich alles abgedeckt, ja. Ja, genau. Also wir landen 2,6. bei 2,6 und das Level, sagst du was? Ja, Level haben wir ein Level von 3 vergeben, weil es ist doch recht anspruchsvoll. Auch wenn das mit dem Code, mit dem Windings und auf Word zugreifen und so weiter, der IGP was abzieht, ist es trotzdem dennoch etwas, was den Room schwerer macht, also sagen wir Level 3. Merits haben wir weder Plus noch Minus. Genau, bis zum nächsten Sonntag zur Sonderfolge. Jo, also dann, freut euch schon mal. Servus.